Ein ROV heißt Remotely Operated Vehicle. Das ist ein Arbeitspferd, was am Kabel sitzt. Ein ROV ist eigentlich eine Plattform, die uns zur Verfügung steht, um manipulativ am Meeresboden zu arbeiten. Wichtigste Sache eines ROVs sind seine Arme. Ein ROV hat Kameras, mit denen man sich angucken kann, was passiert. Aber was er eben auch kann, er hat wie ein Mensch in der Regel zwei Arme, mit denen er am Meeresboden Proben nehmen kann, indem er Geräte absetzen kann, Kabel verlegen kann. All die Sachen, die wir an Land ganz einfach machen können, macht das ROV für uns. Er ist sozusagen der verlängerte Arm am Meeresboden. Die Technik dahinter ist natürlich gewaltig. Der Roboter muss sich bewegen können. Der hat Propeller drin, mit dem er rauf und runter, rechts, links fahren kann. Der hat eine Kameratechnologie, die sehr aufwendig ist, weil der Pilot sitzt oben auf dem Forschungsschiff, sieht natürlich unten nichts direkt. Er hat die Greifarme, sind mittlerweile sehr gut designt aus der Roboterarmtechnologie aus dem Anlagenbau. Das heißt, der Pilot sitzt oben mit seiner Hand, er macht dieselben Bewegungen mit der Hand, wie dann unten der Roboterarm macht und kann also im Container sozusagen etwas greifen, was dann der Forschungsroboter ROV am Meeresboden tatsächlich für uns tut. Diese ROVs sind ein gewaltiger Fortschritt, insbesondere bei der Meeresgeologie, weil man zum ersten Mal in der Lage ist, am Meeresboden ähnliche Dinge zu tun wie an Land, dass man Feldgeologie am Meeresboden betreiben kann, Steine sammeln, Korallen sammeln, auch Organismen sammeln, Muscheln. Man kann also gezielt Proben nehmen. Früher ging das nur mit einem sogenannten Kastengreifer. Das war dann so, wie wenn Sie eine Gesteinsprobe mit einem Bagger machen können, außer dass die Fenster verraucht sind, Sie fast nichts sehen. Da ging man da rein, hat was hochgeholt und oben geguckt, was man hatte. Und vielleicht hat man gerade das Spannendste verpasst. Außerdem ist so ein ROV heutzutage auch von uns sehr gewünscht, denn man zerstört nichts am Meeresboden. Man nimmt genau nur die Probe, die man haben möchte und zerstört den Rest nicht. Mit so einem Kastengreifer kann man sich leicht vorstellen, wird da doch viel kaputt gemacht.